Startermin bekannt, Love Island geht in die zweite Runde. Ab Herbst kommen Kuppelshof-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Im September beginnt die zweite Staffel von Love Island und erneut werden liebeshungrige Singles auf einer Insel rund um die Uhr von Kameras gefilmt. 3 Wochen lang kämpfen die meist leicht bekleideten Kandidaten nicht nur um die große Liebe oder heiße Flirts. Dem Gewinner der Reality-Sendung winken außerdem 50.000 Euro. Die Pilotfolge läuft am 10. September ab 20.15 Uhr auf RTL. Wie DWDL berichtet, flimmern die Folgen nach dem Auftakt dienstags bis sonntags ab 22.15 Uhr über die Bildschirme. Dann heißt es wieder Freizügigkeit, Zickenzoff, aber witzige Spielchen und Budenkoller. Wie schon in Staffel 1 haben die Zuschauer im heimischen Wohnzimmer Einfluss auf die Isländer in der Villa. Sie können Kandidaten per App rein- oder rauswählen bis zum großen Finale am 1. Oktober. Dann entscheidet sich, welches Paar aufs Siegertreppchen steigen darf. Noch sind die Kuppelkandidaten allerdings nicht bekannt. Auch in diesem Jahr wird Jana Inazarella, 41, das Flirtspektakel moderieren. Die Ehefrau von Giovanni Zarella, 40, erklärte gegenüber RTL, bei Love Island kann alles passieren. Das macht es so spannend. Werdet ihr einschalten? Stimmt ab.